Hallo erstmal, wie hat man den Kindern beigebracht, irgendwie Star Wars zu mögen? Man hat zum Beispiel Bücher verfasst, die, ja, Hör das Buch, so hieß das, ja. Ich habe das mal ausgegraben, wie man die Jugendlichen, ich sag noch einmal, ich war leider schon 20 Jahre alt, wie ich diesen Film gesehen habe. Okay, ich habe auch Super 8 gehabt und danach erst High 8 und VHS. Ja. Also, wie alles anfing, hat man mit Hörbüchern gearbeitet. Man hatte auch dieses Lichtschwert, den Sound hingewiesen. Man konnte auch mit dem Buch wedeln. Dann hatte man auch diese Zischgeräusche. So, und dann hat man auch die Weisheiten eingearbeitet von Yoda. Oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Das war der erste Satz von Yoda. Ja. Die Geräusche wurden früher auch nachträglich eingearbeitet. Oder wenn man als Darth Vader in einem Kaufhaus rumlief, Kasha zum Beispiel war eines der größten Kaufhäuser, die wir hier hatten, wo auch wirkliche Fans im Einkauf saßen und sehr viel ausgegeben haben. Jetzt muss ich leider ans Telefon. So, nach einer Unterbrechung mache ich mit dem Buch weiter. Wie gesagt, die Jugendlichen wurden an Star Wars hineingeführt, herangeführt durch, wie gesagt, Sprechen. Den hatten wir jetzt. Ich glaube, ihn hatten wir noch nicht. Die Macht wird mit dir sein, immer. Und hier oben. Eine elegante Waffe. Ja? Aus zivilisierteren Tagen. Er meinte die hier. Ja? Diese elegante Waffe. Da bin ich ja. Ja? Wie gesagt, mal gucken, ob die noch mehr sprechen. Oliver. Tu es. Oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Mal gucken. Tu es. Okay, wie gesagt, dieses Buch. Damit wurden dann halt den Jugendlichen ab 4-5 Jahren erklärt, was Star Wars ist. Die spielten dann halt damit rum, hat also nicht mehr Frequenzen als nur diesen einen Satz. Um das mal festzustellen, was in den 70er Jahren an Büchern da genommen wurden. So in den 70er Jahren den Kindern, wie gesagt, Star Wars näher zu bringen, war mit diesen Hartpappen hier und mit diesen Geschichten. Ja, man war hier in dieser Geschichte, hat man natürlich den Laser gedrückt, ist klar, wie er da am Testen war. Und dann mussten die Kinder, also die Jugendlichen, mussten dann, wie gesagt, die richtigen Sequenzen da raussuchen und dann auch den richtigen Knopf drücken. Ja? So hier zum Beispiel war das ja nochmal, dann hat man das halt nochmal genommen mit der erlesenen Waffe. Das war hier. Die Macht wird mit dir sein. Ja? Die Macht wird mit ihm sein, immer. Wie gesagt, die gesamte Trilogie wurde dann auf diesen Hardcovern hier bis zum Ende Ich bin dein Vater und wo Anakin Skywalker dann halt sich hat töten lassen, ja, und dann in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist. Ja. Wie gesagt, mit solchen Büchern wurde dann, ich weiß auch gar nicht, wie teuer die sind heutzutage, die sind aus dem Phoenix International Produktions GmbH entstanden in Hamburg. Dieses Buch kam aus Hamburg. Wie gesagt, hat sein Alter, so sieht es auch aus, ist aber trotzdem noch pfleglich bedient bzw. behandelt worden. Die Batterie musste natürlich erneuert werden, ist klar, für diesen Videoclip. Star Wars, eine Legende lebt, 42 Jahre, Ü62 bzw. Ü60 hat Edge eröffnet, Galaxy Edge, Disney hat gekauft, Lucasfilm macht dennoch weiter. Unter der Regie von Kennedy, Kathleen Kennedy. Und entschuldigt, ist ein bisschen warm hier jetzt mittlerweile. Ich habe gerade mal nachgeguckt, 30 Grad. Wie gesagt, wir schreiben Juni 2019. In 6 Monaten ist halt am 18. Dezember um 0 Uhr und 1 Minute Star Wars Episode 9. Anakin. Skywalker. Einfach nur Skywalker. Der Aufstieg Skywalker. Egal, was die damit meinen. Es wird jetzt, wie gesagt, in Amerika gehandelt, wer da überlebt. Also man gibt 5% Chance, 5% Chance, dass Kylo Ren überlebt. 50 zu 50 gibt man den Flynn
Ja, ob Finn da ist 50 zu 50, also 90% lässt man Poe Dameron im Ranking am Leben und natürlich auch Rey. So, Chewie geht auf keinen Fall, da würde, glaube ich, eine Revolution ausbrechen, wenn Chewie sterben müsste. Man sprach auch davon, dass der Falke irgendwie zerstört oder dass Carissian ihn wieder mitnimmt, dass es wieder in sein Eigentum übergeht. So genau weiß man nicht, aber man vermutet es, dass halt der Falken wieder zu Carissian zugeführt wird, weil er seiner, den er da halt verpokert hat, auf Deutsch gesagt, mit dem Spiel der Spiele, das sage ich jetzt einfach mal so, ja, durch Han Solo wissen wir ja, Han Solo 2 sind die Leute dafür, dass er kommt, damit Darth Maul wieder trächtig wird, dass Darth Maul wieder nach vorne kommt. Man liebt halt Darth Maul, man liebt sowieso die schwarze Seite, die helle Seite hat an sich, okay, Obi-Wan Kenobi ist schon eine Steuerfigur für das Helle, für das Gute. Will man ja auch haben. Hin und wieder wollte man auch einen Yoda haben, aber einen Yoda extern, da wie er geboren, 900 Jahre, den könnte man vielleicht bei Old Republic reinbringen. Ja, also Yoda könnte man doch in Old Republic reinbringen, weil er 900 Jahre alt war. Das ginge. Ja, aber die anderen nicht, die waren frisch. Die waren frische Jedis, frische Sith. Ja, das Maul hat halt Glück gehabt. Durchtrennt, es geht ja. Wenn man durchtrennt wird, gibt ja Menschen, die den Unterkörper nicht mehr da. Und durch einen sogenannten guten Dramaturgen, der dann umschreibt und dann halt andere Sachen da unten einarbeitet, etc. pp. Oder durch Zauberkraft, haben wir ja gesehen, ist ja Darth Maul zu dem geworden, was er ist. Und hat natürlich jetzt auch seine Stahlbeine, Stahlklauen, haben wir ja auch gesehen, in der Version von Home in Hollywood. Schrägstrich Kino, sah alles ein bisschen anders aus, alles zu kurz, so zack, zack, war das Ende. Aber zu Hause konnte man ja halt wunderbar alles sehen. So, wie gesagt, man möchte gern Han Solo 2, ich sage, Williams sollte das ruhig machen, ja, Ron sollte ruhig den zweiten Teil drehen, von vornherein, dann hat man auch direkt den richtigen Regisseur. Und mit dem richtigen Regisseur könnte man also, wie gesagt, Han Solo 2 auf den Weg bringen und hätte da gar keinen Ärger. So, wer sich noch an alle Ü60, wer sich noch daran erinnern kann, wie die Jugendlichen, wie gesagt, diese Hörbücher bzw. diese Lernbücher, das nannte man Lernbuch, ja, man konnte dann hier immer abrufen, also ihr habt gesehen, ist immer nur eine Sequenz zu hören. Das war es dann auch so. Na? Eine elegante Waffe. So, was? Man könnte auch hier die Kampfgeräusche machen. Ja? Also wie gesagt, so ein Jugendlicher ab 4 aufwärts, 4, 5, 6 Jahre, 10 Jahre, die hatten ihren Spaß daran, ja, an diese Bücher. Man konnte also, ne, nimm dein Lichtschwert und denke an etwas Unheimliches, wie Darth Vader. Nun atme tief durch und lege dein Lichtschwert weg. Du brauchst es nicht, um deine Angst zu bezwingen. All solche Sachen da. Also wie gesagt, hat irgendwie Spaß gemacht, bei den, also den Jugendlichen Star Wars so näher zu bringen. Die Zeiten sind heute natürlich vorbei. Heute macht man es mit dem Computer. Man bringt den Kindern mit dem Computer Star Wars näher. Ich meine, so brutal ist Star Wars nicht. Gut, Star Wars sind Köpfe abgeschnitten worden, Hände abgeschnitten worden. Anakin Sky wurde regelrecht zerbröselt, der bestand halt als Darth Vader nur noch als Fastmaschine, als Biotech-Maschine, wenn man das mal so ehrlich sein sollte. Ja, ist halt so. Und wir wissen alle Leute, die irgendwelche Apparaturen an sich tragen, sind irgendwie behindert, auch bei Rogue One. Ja? Ich bin mit der Macht, die Macht ist eins mit mir, ich bin eins mit der Macht. Auch er war halt behindert, er war nämlich blind. So, und konnte dann, wie gesagt, zielstrebig seine Sachen steuern, nicht nur durch die Macht, die er auf irgendeine Art gar nicht hatte. Er sprach ja immer von seiner Macht, also ich bin eins mit der Macht und die Macht ist eins mit mir, aber trotzdem ging der Tor nicht auf. Na, das musste mal eben, dann ging das auf, ne, bei Rogue One. Also Rogue One ist in der Neuzeit wirklich wunderbar angekommen. Han Solo kommt so langsam an irgendwie. Und ja, bei uns früher musste man das halt, wie gesagt, mit Büchern machen,
mit Adaption. Ich meine, jedes Kind drückt unheimlich gerne da drauf. Ist halt so. Hallöchen. Hallo. Hi. Bis dann. Ciao. So. Würde mich freuen, wenn ihr wirklich, wenn ihr bei Galaxy Edge wart oder seid, oder wenn ihr wirklich euch dafür interessiert und es euch auch wirklich in Google-Verfahren angesehen, / YouTube. Also wenn ihr bei YouTube euch Edge wirklich alles mal angesehen habt, werdet ihr feststellen, dass es um Einkaufen geht. Die Passagen, die da eingearbeitet sind, von dieser Passage in die nächste, ist Kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Dass es natürlich auch ein paar Sehenswürdigkeiten gibt, ist klar. Nur im Falcon vorne zu sitzen, um zu fliegen, müsst ihr also verdammt lange anstehen. Weil wer will schon dahinter sitzen bei denen, die da vorne fliegen? Man weiß ja auch nie, wie der da vorne fliegt in der sogenannten Simulation. So, Star Wars / Disney macht jetzt richtig Kohle, macht jetzt richtig Dampf. Star Wars wird jetzt Mainstream. So ein Buch wie in den 70er Jahren für die Knirpse. Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Es gibt kein Versuchen. Richtig. Hat sich Disney auch gesagt. Wisst ihr was? Wir machen es Feierabend. So, und Disney macht es Feierabend. So, es ist nicht mehr das Star Wars. Es ist nicht mehr das Star Wars eurer Zeit, meiner Zeit. Nein, ist es nicht. Es ist ein neues Star Wars. Neuerer Zeit. Kaufen, kaufen, kaufen. Umsetzen, umsetzen, umsetzen. Dabei sein, dabei sein, dabei sein. Ja, das ist halt so. Wer jetzt irgendwie dagegen ist, ist natürlich gegen den Mainstream und kriegt natürlich dann auch was zu hören. Ist ja klar. Ne? Hallöchen. Grüße, Grüße.